Perspektive, Deutsch. Perspektive kombiniert das Erlernen der deutschen Sprache mit innovativen Zusatzangeboten. Also wir möchten, dass unsere TeilnehmerInnen neben dem Deutschlernen auch ihren Lebensraum öffnen. Und die Freiwilligenarbeit soll ihnen dabei helfen, in ihrer neuen Heimatstadt und in der neuen Grazer Gesellschaft Fuß fassen zu können. Bereits 2016 haben wir begonnen und haben uns seitdem laufend weiterentwickelt. Wir versuchen, unsere Angebote stets aktuell zu halten und sie partizipativ zu gestalten. Wir haben in den letzten Jahren schon wirklich viel erlebt. Schauen wir mal, was unsere Teilnehmer dazu sagen. Der Perspektive 2 Deutschkurs war wirklich lernreich und kreativ. Ich habe in so kurzer Zeit so viel gelernt. Die Lehrer waren geduldig und immer gut gelaunt. Unser Perspektive Deutschkurs hat mir besonders gut gefallen, weil ich viele Leute kennengelernt habe und wie immer bereit sind zu helfen. Unsere Trainer Micha und Emina sind nett, fleißig und geduldig, wenn wir etwas nicht verstehen. Über einen Deutschkurs Perspektive A2 kann ich nur das Beste sagen, weil wir viel gelernt und wir unsere Deutschkenntnisse verbessert haben. Das Wichtige zum Schluss ist, dass wir die beste Lehrer und Lehrerin hatten. Das Praktikum, das mir am besten gefallen hat, war Zebra, weil sie auf alle Fragen eine Antwort haben. Sie haben viele Leute mit Integration geholfen. Das Zebra hat mir am besten gefallen, weil wir unsere Diplome durch das Zebra nostrifizieren können. Alle Praktika sind sehr interessant und wir haben viel von ihnen gelernt. Ibov Café hat mir gefallen, weil er über Bildung und Beruf in Österreich spricht. Das Ziel unserer Workshops ist es, dass wir unseren TeilnehmerInnen das umfassende Angebot der Stadt Graz näher bringen. Sich in der neuen Heimatstadt auszukennen bzw. die verschiedensten Anlaufstellen und Ansprechpersonen zu kennen, ist wesentlich für das Ankommen und die weitere Entwicklung in der Stadt. Und im Rahmen unserer Workshops haben wir die verschiedensten Anlaufstellen besucht, wie zum Beispiel das Zebra, das Ibob Café und die Arbeiterkammer. Ich habe mich für Jungen am Werk entschieden, weil ich gerne mit Jugendlichen arbeite. Das Praktikum bei Freien Café Pallava hat mir am besten gefallen, weil sie sich für viele Frauen einsetzen. Mir hat das Büro der Nachbarschaften sehr gut gefallen, weil man viele neue Freunde kennenlernen kann. Mir hat die Arbeiterkammer sehr gut gefallen, da ich viele Fragen stellen konnte und ich jetzt weiß, wohin ich gehen kann, wenn ich Probleme auf der Arbeit habe. Mir hat das Frauencafé sehr gefallen, weil man neue Kontakte mit Frauen knüpfen kann und auch professionelle Hilfe bekommen kann. Die Idee, ehrenamtliche Praktika anzubieten, kam uns erstmals 2020. Die Resonanz auf das Workshop-Angebot war so groß, dass wir uns überlegt haben, es wäre doch schön, das noch weiter auszubauen und noch aktiver zu werden. Das Jahr 2021 war für alle ein herausforderndes, aber auch wirklich lehrreiches Jahr. Umso mehr freut es uns, dass der Zugang zu den ehrenamtlichen Einrichtungen trotz der Gesamtsituation wirklich unkompliziert verlaufen ist. Wir sind immer auf offene Ohren gestoßen und tatkräftige Unterstützung. An dieser Stelle ein riesengroßes Danke an alle, die uns das ermöglicht haben. Wir hatten ein richtig tolles Jahr, unsere TeilnehmerInnen haben wahnsinnig profitiert und wir freuen uns schon auf die Folgejahre. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei unseren TeilnehmerInnen bedanken, die immer sehr motiviert bei allen Aktivitäten mitgemacht haben und unser Angebot sehr wertschätzen. Und es freut uns, dass wir diese perspektivische Reise mit euch gemeinsam erleben dürfen.
TeilnehmerInnen noch weiter ausbauen können. Und mir fällt nichts ein, was kann ich da sagen? Dass wir uns gedacht haben, es wäre doch schön, wenn man eben die praktische... Was habe ich zuerst gesagt? Das war gut, was ich zuerst gesagt habe. Ja? TeilnehmerInnen. Das Ziel unserer Workshops ist es, Rahmen unserer Workshops, okay, egal. Es ist immer der zweite Satz, was wir näher bringen. War das jetzt korrekt? Ja. Okay.